Heute geht's um alles. Bei einem Sieg stehen wir im Conference-Cup-Finale. Oder verliert und alles war umsonst. Heute müsst ihr alles aus euch rausholen, Leute. Gebt eure Herzen und Seelen für den Sieg. Dann könnt ihr alles erreichen. Auch das, was euch keiner zutraut. Wie der Mexikaner, dem keiner eine WM-Teilnahme zutraute. Si se puede. Und damit, hi ho meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Journey-Modus in FIFA 18. Seattle Sounders ist der Gegner, wir wollen gewinnen und wir haben hier gefühlte 40 Grad. Nehmen wir gerade Anfang August auf. Also ich produziere ein bisschen vor für den Urlaub. Und wir haben einfach... Also ich glaube, draußen sind es 34 Grad und wir haben gleich 20 Uhr. Es ist einfach so zum Kotzen, aber naja, wir beschweren uns ja eh immer. Oh, das ist ein Elfmeter. Nee, ist nicht. Zardes! 1-0! So einfach kann Fußball sein. Zardes mit dem Führungstreffer. Ganz einfach, ganz schnell. Zardes trifft hier. Wir sehen, wir es nochmal runtergespielt. Kurzer Schritt zur Seite, auf Zardes vorgepasst. Und dann ist der Ball im Netz. 1-0. Und ich hoffe, ihr hört den Ventilator hier nicht, der hier direkt neben mir steht. Das wäre sehr blöd und ich könnte es im Nachhinein nicht mehr rausbearbeiten. Und wir, vielleicht heute bin ich ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Wir haben 40 Grad jeden Tag und ich bin erkältet. Ja, moin. Vielen Dank. Göttlich gesehen, Jermaine Jones dann mit dem Tor, 2-0. Wie easy war das denn bitte? Einfach lang der Linie entlang gelaufen, in die Mitte gezogen, Pass in den Rückraum, Jermaine Jones, der Ex-Schalker, steht da, 2-0. So einfach kann Fußball sein. Was für ein Ball, wunderschön gemacht, 3-0. Und da hatte Hunter jetzt mal nichts mit zu tun, das war Alessandro Rini, der hier den Ball im Tor unterbringt und sich das selber im Prinzip rausgespielt hat. Das war ja Weltklasse gemacht. Hier ist er schon am Start und dann der direkte hohe Ball auf ihn. Klar, Fehler vom Abwehrspieler, was dann theoretisch im Prinzip dazu geführt hat, dass er so freie Bahn hatte und dann ist der Ball im Tor. So einfach kann Fußball sein. Und exakt das gleiche nochmal mit Hunter, wie gerade eben schon. Rechts lang gelaufen, in die Mitte gezogen. Nur diesmal kein Pass, sondern der Schuss. Und der haut den Ball einfach mal in den Winkel oben rein. Und somit steht es jetzt schon 4-0. Was für ein easy Game haben wir denn hier bitte. Oh, was für ein Tor. Was für ein Tor. Ich hätte nie gedacht, dass der reingeht. Was war das denn für ein Tor? Ein Götterfreistoß, wie ihn selbst David Beckham wahrscheinlich nie hätte schießen können. Oh mein Gott, was für ein Göttertor hier. Das will ich nochmal sehen. Hier, boom. Und er haut ihn genau an die Latte und von der Latte springt der Ball ins Tor. Das war ja mal Weltklasse gemacht. Da muss ich mir selber einfach mal auf die Schulter klopfen für diese wunderschöne Aktion. Weltklasse. Einfach, das war wirklich wow. Da ist es bestimmt das 6-0, jawohl. Hunter macht den Dreier. Wie einfach, das ist jetzt so noch Trainingsspielchen hier. Wir haben noch nicht mal Halbzeitpause und es steht schon 6-0. Alter. Boom, ganz locker, unten rechts eingeschoben. 40. Minute, Jesus Christus. Oh, Clint Dempsey hat auch nochmal einen rein und wie komisch. Aber er ist im Tor. War wirklich gut gemacht da. Hat sich Van Aanholt erst mit nach vorne eingeschaltet und der hat jetzt eben hinten gefehlt und dann war da der Platz. Und Dempsey ist erfahren genug, um den Ball reinzumachen. Da guckt genau in die Schnittstelle und dann ins Torwart-Eck. Aber halt eben super platziert. Nichts zu machen. 6-1. Dempsey! Und da ist es. 6-2. Also,
Vielleicht ist einfach nur noch die Murmel rotieren und Dringlack hatte ich noch wirklich mehr vor zum Tor. Aber Dempsey ist schon saugefährlich. Das war saugut gemacht und dann mit dem Außenriss da den Ball oben links versenkt. Also, ja, unterschätzen dürfen wir die hier nicht. Auch wenn das Ding jetzt hier durch ist. Und das war's. Wir sind Mann des Tages mit 3 Toren und einer Vorlage, glaube ich, und einer 10,0 Bewertung. Der Freistoß immer noch wunderschön. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall entweder im nächsten Spiel oder in der Zwischensequenz. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Naja, ich habe 10 tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Absolut. Egal wie gut man ist, ein Spieler ist nur so gut wie sein Team, denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst, beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Hör mal zu, Jungs. Wir sind in den Playoffs. Hin- und Rückspiel. Und heute sind wir in der Fremde, Gentlemen. Seid diszipliniert. Agiert als Team. Gebt ihren Fans nichts zum Jubeln. Erzwingt Fehler. Dann bekommt ihr euer Auswärtstor. Harte Arbeit und Selbstvertrauen haben uns hierher gebracht. Doch heute zählen auch Konzentration und Intensität genauso viel. Nur eine einzige Unaufmerksamkeit und alles ist vorbei. Si se puede. Und da wären wir wieder in den Playoffs der MLS gegen Sporting KC. Ich weiß nicht, was das für eine Mannschaft ist, wo die ist. Aber ist auch egal. Wir gucken auf uns. Wir wollen Tore schießen, wir wollen gewinnen, auch wenn das hier auswärts ist. Das darf keine Ausrede sein. Und das ist auch schon ein wunderschöner Ball und das ist auch eine Mega-Chance, aber ganz schwach getroffen den Ball. Da ist es! Van Damme! Der Innenverteidiger mit dem Kopfballtor. 0-1, ganz, ganz wichtiges Ding. Es ging jetzt lange nichts. Immer hin und her gespielt. Noch nicht wirklich eine Mega-Chance rausgespielt und jetzt kam dann eben die Chance zur Ecke und die wurde eiskalt verwandelt. Hier sehen wir, wie er sich löst und dann einköpft. Viel zu schnell war der Ball hier für den Torhüter, nichts zu machen. 1-0. Sauber. Zades mit der ersten Chance und die ist drin. Die kommen ja aus der Kabine wie die Champions. Was war das denn hier für ein Beginn? Zur zweiten Halbzeit richtig, richtig gut gemacht. Da den Ball durchgespielt. Hier sehen wir es nochmal. Er leitet selber ein. Jones steckt durch. Und Zades schließt ab. 2-0 direkt nach der Pause. Giovanni Dos Santos kann den Deckel drauf machen. Nein. Nein. Oh Gott. Das kommt dann davon. Im Gegenzug der Anschlusstreffer. 1-2 steht es nur noch, weil Dos Santos die Murmel nicht reinschiebt. Dann fliegt da der Verteidiger vorbei am Ball und Gerso kann ihn reinschieben. 2-1 nur noch. Jetzt konzentriert bleiben, das ist wichtig. Und das war's. 2-1 gewinnen wir dieses Spiel, dieses Hinspiel in den Playoffs. Ja. Wichtiger Sieg. Wichtiger Auswärtssieg. Mein Gott, das hat uns Nerven gekostet. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, Hunter sieht ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen verändert. Tattoos und sowas und im Trikot ein bisschen was geändert. Und ja, Zades, 3 Schüsse, 1 Tor. Kann gern so weitergehen. Looks like someone needs an early night. Or 10.
Ach ja, ist halt nicht mein Tag. Having a lot of those lately, bro. Want my opinion? You're hanging out all hours with your A-lister buddies. It's taking a toll. When's the last time you played consistently well? You need to get your head straight, Hunter. Because right now, you're letting everyone at this club down, including yourself. Und so einfach kann Fußball sein. Wir sind direkt ins Rückspiel reingesprungen und führen schon mit 1-0. Hunter mit dem Tor, Alessandri mit der Vorarbeit hier. Zack, Ball behauptet und eingeschoben. 1-0, insgesamt jetzt 3-1. Und das 2-0 durch Alexander hätten wir somit auch geschossen. 2-1. Ah. 3-1. Entscheidung. Yes. Dreierpack, Hattrick. Bis aufs Gegentor ist dann immer noch ein Hattrick. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein Dreierpack. Woo. Und es reicht. 3 Tore im Rückspiel, 2 Tore im Hinspiel. Der Gegner jeweils 1 Tor in beiden Spielen. Es reicht. Alexander jetzt nach der Ansage von Zardes mit 3 Toren den Sieg für LA Galaxy mitbestimmt auf jeden Fall. Neben mir steht jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, Ihre Tore waren heute entscheidend. Was ist Ihr Kommentar zu Ihrer überragenden Leistung? Es freut mich unglaublich, den Fans Grund zum Jubeln gegeben zu haben. Die mussten schon zu viel einstecken. Aber sie haben immer zu uns gehalten. Meine heutigen Tore gehören den Fans. Vielen Dank für das Gespräch, Alex.